Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hearthstone. So, ich habe mir mittlerweile schon noch einen Druidenkrieger und einen Schurkendeck zusammengebastelt. Und ich würde sagen, die zeigen wir jetzt auch mal, wie die Druiden, Schurken und Krieger sich so spielen. Ja, werden wir dann sehen, wie die sich im Kampf schlagen oder auch nicht. Und ja, ob ich da wieder scheiß Decks zusammengebastelt habe, was ja sehr gut möglich sein kann. Wie man da schon bei den manch anderen Folgen gesehen hat. Kann ja nicht alles nur Kartenglück sein. Was? Kann er auch sein. Ja. Den brauche ich jetzt noch nicht. Ist alles ein bisschen heftig. Ja. Fängt ja schon gut an. Habe ich schon mal nicht so viel, was ich hier machen kann. Und das Feendrache. Ziehen wir mal erstmal noch eine Karte. Ja, super. Ich gedacht, es wird jetzt eine bessere Karte. Vielleicht Spot oder so. Das wäre mir lieber gewesen. Ja. So. Ja. Wenn ihr meint. Greifen wir erstmal an. Danach dann irgendwie hier einmal der Wildnis von beiden geben. Und dann freuen wir uns. Na, verdammt. Naja. Ich mir lieber sofort Spott gegeben, aber ist egal. Ist jetzt alles Kindball, Wehenbruch hier. So. In meine Leben kann ich auch noch herstellen, habe ja immer noch eine heilende Berührung auf der Hand. 3 Mana sind auch nicht so viel. Man sich jetzt keinen Kopf machen. Ist ja sowieso noch Anfang hier. So. Dip. Machen wir gleich einfach nochmal. So. Und ich bin erstmal seine Karten los. Nächste Runde werde ich mich dann, glaube ich, heilen. Und dem hier mit einem Wal der Wildnis zu einem Spottvieh machen. Oder wenn jetzt nicht... Was? Fügt er... Dann machen wir es doch halt anders. Wow. Okay. Das ist ja eine übermiese Kacke. Das ist ziemlich heftig gewesen. Oha. Machen wir halt so. Dann sind wir ihn schon mal los. Dann kann er jetzt nicht noch mehr Dreck machen. Oha. Karte war jetzt ja nicht schlecht.
Ich frage mich, ob... So. 5-5, das ist ja unfreundlich. Machen wir aus ihm einfach auch 5-5. Und so, dann kriegt er den nicht mal in der Runde kaputt. Also doch, aber muss halt sehr veropfern. Das ist super. So. Dann halt erstmal gucken, was da er noch macht. Was da er noch macht. Mann, ist das gutes Deutsch. Ja. Mist. Ah, mach er gut Schaden hier. Ja, mich natürlich. So, ich hoffe jetzt... Ah, scheiße, die zwei Kartenziehenden... Monster habe ich schon auf der Hand gehabt. Gleich mal. Gib mir ihn einfach noch Spott. Hätte ich lieber einem krasseren Vieh gegeben. Aber irgendwie, um jetzt hier nicht demnächst einen Abflug zu machen, muss ich jetzt so machen. Niemand kommt an mir vorbei. Das Deck ist ja auch nicht gerade schlecht, was er hat. Auf jeden Fall unfreundlich. Aber irgendwie ziehe ich hier nur Kack. Irgendwie muss ich ein paar der etwas Mana-sparenden Monster rausnehmen und irgendwas für die späteren reinmachen. Also für die späteren Züge ein paar Monster reinmachen, die mich besser schützen können. Ja, gut langes Match. Naja, dann halt ein anderes Deck probiert. Vielleicht klappt es ja mit dem Krieger besser. Jetzt weiß ich schon mal, naja, kann man jetzt nach einem Match kann man nicht sagen, ob ein Deck wirklich gut oder schlecht ist. Aber auf jeden Fall muss man da nochmal ein bisschen was gucken, glaube ich. So. Jarosch gegen Gul'dan. Na mal gucken. Eure Seele wird mir gehören. Oh. Sieg oder Tod. Ja. Ganz nett die Starthand. Ist sogar sehr nett, finde ich. So. Er darf beginnen. Gucken wir mal, was da... Gut, er hat viel gemacht. Na ja, dann mach ich ohne Scht. Immerhin dein erster Zug. Dann darfst du was machen. Mein erster Zug. So. Komm erstmal eine Kriegs Axt in die Hand und schlag ihn ins Gesicht. Bam. Nächste Runde Kriegshymnen Anführerin und den
hier die... Was? Elfenbogenschützin. Gut, dass ich lesen kann. So. So, können wir hier schon mal ein bisschen Schaden an ihm machen. Schon mal ein bisschen unter Druck setzen. Hat zur nächsten Runde noch einen Schlachtzugsleiter. Dann... Oder? Drei, fünf. Nicht so schön. Ja, mach mal so. Hauptsache ist weg. Das war's. Immer schön unter Druck setzen. Funkt ja bei mir auch immer gut. So. Na, den macht er mir dann sofort kaputt, das ist ja kacke. Ach, jeden Diener. Verdammt, gut. Schön, dass ich ihn hier lesen kann. Scheiße. Hätte ich mir mal doch ein bisschen mehr aufheben. Aufgepasst! Macht die, ruft jedes Mal. Bäh, das ist ja ein bisschen häselig. Ich frage mich ob. Für Nasjata. Machen wir erstmal so. So. Ja, scheiße. Uncool. Ich glaube nächste Runde zweimal Spalten ausspielen. Ja, sehr schön, dass ich genau die richtigen getroffen. Sit hoch. Kann ich die nächste Runde gleich kaputt machen, die Bienen. Außer er entscheidet sich jetzt hier mich anzugreifen, was vielleicht gar nicht so unklug wäre für ihn. Erstmal genau. Oh. Ich bin bereit zu lernen. So. Ich hoffe, jetzt macht er nicht gleich wieder alle meine Popelviecher kaputt. Das wäre irgendwie nicht so schicke. Ah, shit. Was ihr wolle? Spott. Naja, ist ja klar, dass er an einen vorbei mir ins Gesicht gibt. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen hier knüppeln. Ah, jetzt auf jeden Fall ein muted Match hier. Die muss ja richtig ins Gesicht hier beten. So, aber... Ah, scheiße. Naja. Ich bin bereit zu lernen. War klar, dass da so eine Karte früher oder später noch kommt. Oh.
relativ auf der Karte. Hat jemand den Arzt gerufen? Nett, nett. Schön, dass die jetzt da so in der Luft gespielt. Naja. Glaube ich ja nicht, aber naja. Eigentlich ziemlich kacke, ich spiele direkt mal wieder. Naja, naja, naja. So eine Selbstmörderaktion hier. Und Ende. Scheiße. Naja. So ist es mit dem Spielen, wa? Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Oder man verliert doch häufiger, so wie ich. Oh yeah, naja. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Hearthstone wieder. Bis dann, tschüss.